68. Könnten wir den vielleicht sogar noch reparieren? Ah, wir müssen eine Lampe anmachen. Ja, nee, das machen wir dann später. Hier, bam, 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 bam. Oh, nur noch 21%, das ist schlecht. Dafür würde ich dann sogar glatt die Lampe anmachen. Mach mal, du hast ja die Lampe an. So, okay, ja gut. Wir können ruhig noch ein bisschen Zeit vertrödeln, also... Der Sturm wütet und wütet, aber es kann auch gut sein, dass wir... den Rest des Spiels erstmal Sturm haben werden, weil wir nicht wissen, wie lange dieser Blizzard anhält, wenn das jetzt schon dieser Blizzard ist. Und ich befürchte, es ist der Blizzard. Junge Familie Frosch sagt natürlich auch guten Tag. Alles klar, haben wir schon mal so ein bisschen was gewonnen an Kram und Trockenheit. So, wir müssen was essen, wir müssen was trinken. Können wir leider nicht erwärmen, ist halt so. So, ein bisschen was für gute Laune. Kleinen Zuckerschock verpassen. Avec Snappy. Ja, dann müssten wir hier nochmal ein bisschen rumwühlen in der Gegend. Ist egal, welches Wetter und welche Tageszeit. Ich glaube, wir müssen erst abladen. Kletterseil hätte ich gern. Aber 5 Kilo ist echt ein dicker Brocken. Wir brauchen auch keine 3 Brecheisen. Also werden wir mal so ein bisschen, ne, so Trockner. Dann tun wir hier mal das Kletterseil rein. 15 Stück brauchen wir nicht. Da können wir mal locker 7 von umlagern. Kohle ist ganz gut. Müssen aber 4 reichen. 3x Zedernholz. Wir hatten eben noch Tannenholz irgendwo, aber okay. So, Brecheisen, die sind ja alle auf 100%, das ist ja cool. So. Oh, siehst du, Verstauchungsrisiko geheilt, weil wir jetzt knapp unter 40 Kilo sind. Da ist das Tannenholz. Ist aber gar nicht so schwer. Das ist ja nur 22 Leuchtpatronen, okay. Pass auf, dann lassen wir das einfache Werkzeug noch hier, oder... Oder und, wir gucken mal eben, wie das mit der Reparatur aussieht. Herstellen. Bartflechtenverband könnten wir herstellen. Können wir ruhig mal machen. Stand da jetzt eine Zeitangabe? Ja, krass, das wusste ich gar nicht, dass man mittlerweile improvisierte Kleidung machen kann. Handwickel, Kopfwickel. Das ist ja cool. Ein Zunderbündel. Ja, das hätte Ochi gestern mal sehen sollen. Hergestellt, dass wir so mal herstellen sollten. Dauert ja immer nur 15 Minuten. So langsam graut der Morgen. Ja, und uns graut es dann natürlich, dass wir los müssen. Gut. Sonderbündel, Sonderbündel, Verband. Dann, ja,
Fackel brauchen wir jetzt nicht herstellen. Haben wir ja auch schon mal eine mitgenommen aus dem Feuer, eventuell. Bla bla. So. Inventory. Ja, wir könnten echt noch irgendwas loswerden. Mann, Mann, Mann. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Wir sind auch gleich, glaube ich, nicht. Wir könnten von hier nach da große Geschichten. Von einem geisterhaften Hirsch. Ein Hirsch. Jo, guten Hunger, Kadaver. Guten Hunger. Och, Mann. Immer so entscheidungsschwach, der alte Mann. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Wo war der Trockner? Trockner. Trockner hier. Da. Da. Das muss ich mal eben ausprobieren. Hilft alles nichts. Was haben wir für eine Tageszeit? Mitten in der Nacht? Okay. Dann würde ich behaupten, wir nehmen mal die Lageroption in Anspruch. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo eventuell vielleicht. Ich weiß ja gar nicht, wo ich bin hier. Na da. So, Schlafsack, sagen wir mal. 3 Stunden, die schlafen wir. Dann sind wir kurz vor Sonnenaufgang, denke ich. Tja, dann nochmal was schnabulieren und trinken. Den packen wir ein. So. Erstmal schnabulieren. Schade, dass wir keinen Kaffee machen können. Und dann wir jetzt so richtig schön in das Kackwetter kommen. Aber ist so. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob wir eventuell direkt hier durchlatschen. Aber ich glaube, ich denke falsch. Man kommt hier gar nicht direkt durch. Man müsste irgendwie über diesen, weiß ich nicht. Das ist gerade so nah. Und ich glaube, die Gegend hier haben wir noch nicht erkundet. Ja, ich probiere mal mein Bestes. Wir wissen ja, dass wir hier eine Hütte haben, auch wenn wir hier ja nichts Warmes zubereiten können irgendwie. Obwohl, das haben wir gar nicht ausprobiert, ne? Nee, kein Feuer eingeschlossen, ne? Mann. Lampe wieder schön am Gürtel verstaut. Und dann geht er draus hier.
Wir haben das Artefakt immer noch nicht gefunden, ne? Nee, haben wir noch nicht. Weil das müsste doch eigentlich in einem Keller sein, also. So prädestiniert, dieser Keller. Da kommen wir nicht rauf. Da drüben ist noch eine Hütte. Aber ich glaube, von der kommen wir, ne? Auf der Karte sind wir mitten im Gebiet, wo das sein soll. Ein Zaun. Das wird auf jeden Fall was mit den Hütten zu tun haben. Vielleicht hat die andere Hütte ja auch einen Keller, den ich nur nicht entdeckt habe. Das könnte ja auch sein. Das hier war die erste Hütte. Da hatte ich ja gedacht, ne, mal komme ich hier hoch, aber geht nicht. Rein kommt man auch nicht. Die Sachen haben wir durch. So aus wie ein Unterschlupf oder so, aber war keiner. Das wird sich mit hundertprozentiger Sicherheit in diesem Keller befinden. Aber ich gehe jetzt hier draußen erst nochmal alles ab, bevor wir uns hier nochmal dick aufwärmen oder wieder raushuschen müssen. Weil für die Untersuchung, also für diese investigative Tätigkeit brauchen wir ein bisschen Sonnenlicht, ne? Okay. Uhuhu, Keller. Und es ist dunkel. Junge, bitte mal die Lampe her. Danke. Schält sich aber auch wirklich den Treibstoff weg, die Lampe. Ne? So, hier können wir nichts machen. Ich meine, wir könnten die echt mal platzieren. Oh. Naja. Die könnten wir halt nur auseinander. Ja, vielleicht müssen wir die auch auseinander. Warum haben wir hier Tannenholz oder Zedernholz, wenn wir hier nichts verfeuern können? Vielleicht müssen wir die zerstören. Ja, aber dann machen wir das so. Ich glaube, ich habe gar keine Axt dabei. Naja, eine Stunde. Komm, 200 Kalorien, Kilokalorien. Das geht doch. So, haben wir zerlegt in Altholz. Die zerlegen wir jetzt auch mal. Karton. Den zerlegen wir jetzt auch mal. Und haben wir eine Steckdose freigelegt. Okay, draußen ist Licht. Das ist schön. Da oben kamen wir nicht dran. Es sei denn... Lose Bretter, da sind sie doch. Okay.
Kirchenartefakt. Ein altes, fein gearbeitetes Kreuz, definitiv museumswürdig. Oh, in die Kirche zurück. Okay. Könnte man glatt machen. Kalt schmeckt das Hundefutter am besten. Achtung, zischt. Braucht nämlich auch mal was zu trinken. Nicht nur unser Charakter. Gut, schauen wir doch mal auf die Karte. Wir sollen es zur Church bringen. Oh ja, also zum Gemeindezentrum. Da wäre ich sowieso jetzt hinaufgebrochen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Und wir sollten uns mal, ja, entspannen. Blöd ist einfach nur, wir sind gerade in der Gegend. Und theoretisch müssten wir das riskieren. Wisst ihr, was wir machen? Da habe ich doch gestern dem armen Ochi gesagt, oh, das ist nicht, man kann das nicht speichern. Da habe ich aber nur an den Survival-Modus gedacht. Gut, machen wir jetzt diesmal Dezember draus quasi, ne? 01, so. Dann brechen wir einfach mal auf. Wir testen das mal. Wie schwer sind wir? Okay, damit sollten wir klarkommen. Dann probiere ich mich mal da jetzt durchzubewegen. Ja, also hier so links rum, also so ein bisschen rum möchte ich. Feuerholzzünder und jetzt haben wir sogar noch Schnellzünder mit dabei. Ja, eigentlich gar nicht mal ein übler Deal hier. Ja, mich dünkt, dass das hier so eine Sackgasse ist. Und wir hier wirklich nicht langkommen. Deswegen, wir werden hier jetzt... Oder wir kommen am, wir kommen nochmal zum Flugzeugabsturz oder zum abgestürzten Flugzeug. Das wäre eine Möglichkeit. Dann kommen wir hier drüben, glaube ich, raus. Dann wäre es ja ein Katzensprung bei dem Wetter. Bei dem wunderschönen Wetterverhältnis ist das ein Katzensprung dahin. Aber wie gesagt, Freunde, ich glaube, das wird so nichts. Da müssen wir dann, wenn, andersrum. Wenn wir jetzt sowieso schon auf Richtung, in der Richtung Gemeindezentrum unterwegs sind, ja, dann werden wir da halt hinlatschen. Ansonsten, wenn uns das Glück hold ist und wir kommen wirklich über die Strecke, dann glaube ich, haben wir da sogar noch eine Höhle. Da können wir dann nochmal rasten. Was müssen wir denn eigentlich hier hinten erledigen? Große Geschichten, irgendwas von einem leuchtenden Vieh. Also, naja, okay. Ja, cool. Ja, coolomat. Ist halt nur die Frage, ob wir da auch durchkommen. Ja, hier müsste ja eigentlich wärmer sein, ne? Aber das hat halt auch mit dem riesen Blackout zu tun. Das Feuer hier, also Fremdfeuer, wärmt hier einfach nicht mehr. Ne, wir kommen da nicht lang. Definitiv nicht, nur von der anderen Seite, oder? Ja, ja. Gut, pass auf, hier dürfte doch windstill sein, oder? Ja, ist windstill, aber ist eine Kackecke, weil wir hier nicht richtig rasten können anscheinend. Egal. So und so. Ah ja. Hier wird das wohl... Ah, hier unten. Okay, könnten wir machen. Ja, wir brauchen eigentlich keinen Brandbeschleuniger. Und leider müssen wir mal unseren Stahlzünder ein bisschen
schonen, sage ich mal. Isa, wie sie kaputt. Come on, little fire. Oh, das gesamte Feuer ist verschwunden. Okay, das ist eine Ansage. Das ist eine klare Ansage, Freunde. Zu kurz. Ja. Ja. Da kann ich jetzt auch nichts für. Lass mal eben schauen. Wir kommen also wirklich hier rum. Das hieß, wir drehen direkt nach hier ab. Und versuchen Richtung Gemeindezentrum zu gelangen. Eventuell sogar auf einem neuen Weg. Vielleicht entdecken wir sogar noch was. Und ja, wir werden das schon überleben. Irgendwie. Sehr schön. Wir kommen sogar auf den Weg. Wir bringen dich auf den rechten Pfad, oh Gott. Müsst ihr solche Geräusche machen? Als würde da jetzt ein Riesenbär irgendwie durch den Wald kommen. Kriege ich nämlich so ein bisschen Bammel. Ja, könnte ich mich sogar noch ein bisschen mehr links halten. Also von diesem Weg, der hier sein soll. Oh, wie gemein. Willkommen zurück, Kadaver. Wo ist mein Kaffee? Oh. Ja, zum Update. Ich habe das Kirchenkreuz gefunden. Und der Weg hier oben lang, der geht nicht. Also man kommt nicht von der Seite zur Absturzstelle. Man muss also hier rum. Das heißt, erstmal zurück zum Gemeindezentrum, Kreuz zurückbringen. Dann können wir mal schauen, dass wir eventuell sogar die Hauptstory folgen. Und dann später nochmal Dings. Aber wir haben so einiges an Reisen vor uns. Und naja, wie heißt es doch so schön in Lex the Dark Zone? Wir müssen speisen, bevor wir reisen. Wir müssen sowieso noch ein bisschen Ballast loswerden, uns mal wieder aufwärmen, mal wieder ein bisschen unsere Astrid zusammenflicken. Und dann werden wir sehen. Obwohl ich persönlich finde das ja ziemlich unnötig, da jetzt wegen so einem Kirchenartefakt so einen Aufstand zu machen. Aber wenn Schäme macht. So, da haben wir nichts, da haben wir nichts. Von hier hinten können wir die Sachen nicht untersuchen. Aber das werden wir aufbrechen müssen, aber das ist ja kein Ding, wird uns wieder warm bei. So. Rein da. Leer? Tja, okay. Ich denke nämlich, dass wir die sowieso schon bis eventuell auf die Kofferräume durchsucht haben. Die Kofferräume deswegen nicht mal wieder kein Brecheisen dabei hatte, was ja normal ist. Okay. Oh, noch eine Feder. Ich weiß gar nicht, ob wir hier im Story-Mode, der ist auch leer, ne? Hm, alles schon untersucht. Ob wir hier im Story-Mode überhaupt, oh, keine Musik, ob wir hier überhaupt einen Bogen bauen müssen. Ich meine, wir mussten ja so einen speziellen Speer bauen für diesen dicken Teddy. Das ist eine Hütte. Wo kommt denn die her? Achtung, Achtung, freilaufende Hütte. Wo kommt denn die her? Ort des Zwiespalts. Vielleicht ist da ja ein Ballerofen drin. Das wäre cool. Kein Ballerofen. Kein Ballerofen. Kein Ballerofen. Da ist aber was. Ah, haben wir durchsucht. Okay. Klar. Wir können hier kein Feuer machen, wir könnten aber eine Runde entspannen.
Katzenhaus. Jo, dann können wir eigentlich weiterstapfen, ne? Keine Krapfen, weiterstapfen. Den Buff haben wir mitgenommen. Gut. Ja, wie war es anders zu erwarten? Scheiß Wetter. Ganz ehrlich sagen, also es graut mir ja schon ganz schön davor, dass jetzt dieser Blizzard erstmal eine Woche oder 3 Jahre anhalten wird und wir den Rest des Spiels erstmal bei dem Wetter verbringen müssen. Ja, aber wir werden sehen. So, versuchen dem nicht wirklich wahrzunehmenden Weg zu folgen. Wir machen das schon. Jo, müssen wir alles gleich machen, Kadaver. Eventuell bei einem Unterstand-Bollerofen oder so. Weil, wenn trinken, dann möchte ich auch direkt noch einen Kaffee dabei setzen. Ansonsten versuche ich durchzukommen. Und dann machen wir uns frisch, wenn wir beim Gemeindezentrum sind. Ah, ich hoffe aber, dass der Ochi so ein bisschen dranbleibt an... So Long Dark. Vielleicht hat er dann dadurch ein bisschen mehr Blut geleckt für anderes. Hier quietscht es. Das heißt, hier muss eine Hütte sein. Hier muss eine Hütte sein. Da liegt ein Kadaver und das bist nicht du. Da ist eine Höhle. Alles klar. Ja, wie cool. So, 21 Minuten. Eine Stunde. Komm, das wird knapp. Da werden wir richtig Durst haben. Oh, und unser Leben geht runter wegen der Unterkühlung. Wow, aber so richtig. Wir riechen gut für Wölfe. Wo ist diese Hütte, die ich hier knarzen höre? Ach, das ist nur ein Unterstand, oder? Nö, hier ist sogar ein altes Lagerfeuer und ein Bett. Ach, wie cool. Ah, wie cool. Einmal Wasser zu. Wir garen uns direkt mal so ein paar Pfirsiche oder was haben wir noch? Nee, hier Fleisch, ne? Können wir noch mehr aufwerfen? Nee, können wir im Moment nicht. 50 Minuten bis Garpunkt. Das heißt also, wir können den auf jeden Fall schon mal abwarten. 3 Stunden, sogar 4 Stunden eigentlich. 18 Minuten bis Garpunkt. Lackpauling. Lackpauling-Tee stärkt Immunsystem und wirkt ähnlich wie ein Antibiotikum. Angeboten-Tee, ein altes Hausmittel gegen Entzündungen und dieser Tee ist eine wirksame... Ja, Schmerzmittel, da können wir uns ruhig mal einen ballern hier, ne? Ah ja, pass auf, bis Garpunkt. Dann ist das Fleisch nämlich auch durch. So, 1 Minute. Zap. Und sofort essen. Ja. Hier, holla. Holla, holla. Die Waldfee, mal. So, hier möchte ich nochmal Wasser machen.
auch wieder beides abwarten. Da haben wir noch 3 Stunden. Schiss! Das ging aber zu fix. Hast du das gesehen? Trinken wir. So ein Sheet, ey. Stimmt, ich hätte nur eine Phase abwarten dürfen, ne? Mhm. So, zurück. 3 Stunden haben wir noch. Mal gut in 3 Stunden. So, frische Tomatensuppe. Schneller als jeder Lieferantendienst. So. Okay. Es ist eigentlich Wurst, wann wir losgehen.